Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Es wird irgendwie immer unterirdischer. Tja, das kann ich euch schon mal verraten. Ich habe euch heute wieder viele kleine Telefonschnipsel mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich sind, mit was wir es da eigentlich genau für Mitbürger zu tun haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo wir alle nicht unser Geld lassen sollten. Ja, bitte. Hallo. Hallo, Herr Aufgang. Hallo? Ja, was denn? Schön, Sie mal parat zu haben. Wie geht's Ihnen? Ja, das glaube ich nicht. Was glauben Sie nicht? Ja, dass es schön ist, mich am Apparat zu haben. Warum glauben Sie es denn nicht, Herr? Na, weil gleich Ihr Tag bestimmt versaut ist. Warum? Na, weil du eine Kakerlake bist und ein Betrügervieh. Und was passiert, wenn ich jetzt, dir 1.000 Euro überweise, weil du ein Na, guter Mann bist? Na, mal los, du Kakerlake. Überweis mal 1.000 Euro. Soll ich dir 1.000 Euro überweisen? Na los, hopp, hopp, soll ich dir PayPal sagen? Obwohl du mich so nennst, das ist doch nicht gut, aber... Ja, bist ja auch ein Vieh, aber Geld gehabt geben kannst du trotzdem. Ich bin ein guter Mann. Nee, eine gute Kakerlake höchstens. Entschuldige dich, ich überweise dir per PayPal 1.000 Euro. Na, dann los, die E-Mail-Adresse hast du. Sag Entschuldigung, dreimal. Nö. Sag Entschuldigung. Kannst du wo gerade was braun und rausgekommen ist? Verfickter Hurensohn, sag Entschuldigung. Nö. Kleiner Hurensohn, sag Entschuldigung. Kannst du die 1.000 Euro überweisen und gleichzeitig meine Geschlechtsteile deine Mutter, Mutter Mann. Sag, dann wisst ihr, was dir sag, zusteht. Ich spick deine Mutter, sag Entschuldigung. Nö. Du dreckiger Nutzensohn. Ja, und du bist ein Kakerlaken. Sag dreimal Entschuldigung. Hast du gerade ein Geschlechtsteil im Mund? Weil das hört sich so an. Bell einmal wie ein Hund. Ja, ich glaube, du hast ein Geschlechtsteil im Mund, so wie sich das anhört. Belle einmal wie ein Hund. Ja. Deine Hurensohn, belle einmal. Mhm. Spick du deine Mutter, Mann. Belle einmal wie ein Hund. Könnt ihr eigentlich auch andere Kraftausdrücke, weil es langsam langweilig macht? Sag mal. Nee, andere Kraftausdrücke kann er wohl dem Anschein nach nicht. Also war ja mal wieder ein sehr zuvorkommendes Gespräch. Da weiß man doch gleich, wo man da gelandet ist. Da braucht man gar nicht über das eigentliche Thema reden, was er da eigentlich am Telefon anbringen wollte. Er hat sich ja gleich von vornherein dann zugegeben mit seiner Ausdrucksweise, dass da was nicht in Ordnung sein kann. Klar, ich habe hier in dem Gespräch mal angefangen, haben sich ja hier mal viele gewünscht, aber ihr seht ja, es bringt ja letztendlich nichts. Die machen dann da mit und freuen sich dann und bleiben dann noch eine Weile in der Leitung und diskutieren dann noch ein bisschen und ja, aber es bringt halt nichts. Ne? Also am Ende, wenn wir die Betrüger versuchen, ein bisschen ja aus der Reserve zu locken, das kann man alles machen, aber... Ja, er wollte ja, dass ich mich entschuldige und hat mich dann gleich danach beleidigt. Also permanent. Tja, weiß ich nicht. Es wird aber auf jeden Fall jetzt gleich noch ein bisschen krasser. Ja, hallo. Komm doch, du Kai, ich werde dein Mutter ficken, du Hurensohn. Ach, das ist aber nett von dir. Soll ich dir mal geben, der Mutti? Ich fick deine Schwester, du Hurensohn. Komm doch, Türkei. Nach der Türkei? Ja, wo muss ich sie denn abgeben? Hast du da eine Adresse? Vielleicht kannst du ja mal ein paar Kamele mit ihr zusammen machen. Fick dich. Da, wo deine Mutter fickt, den Erdnacker. Ja, schön. Wollen wir mal ficken? Komm her, ich bin bereit. Ja, siehst du? Also meine Mutti kann ich definitiv hier nicht auf Dauer auf dem Kanal lassen. Ist nicht zensurfreundlich. Ja, also da hat er dann vor lauter Schreck direkt aufgelegt. Aber so sieht's dann aus, wenn meine Mutti sich hier mal zum Wort meldet, wenn solche netten Kreaturen mit ihr Liebe machen möchten. Also ich find's ja immer wieder beeindruckend. Man muss ja hier wirklich nochmal erwähnen, die rufen von seriösen Tradingbanken an. Auch wenn dieses Gespräch hier sicherlich vielleicht irgendwo schon mal ein Vorgespiel hatte, warum der jetzt hier nochmal angerufen hat, aber letztendlich... Es sind Banken, angebliche Banken, also zumindest geben die sich dafür aus, dass es keine Bank ist, das ist uns klar. Da sitzen einfach irgendwelche Hans Würstchen und, erzählen ihren Blödsinn da durchs Telefon. Aber im Grunde genommen muss man da jedes Mal nur aufpassen, dass der Telefonhörer nicht stinkt bei dem Quatsch und Scheiß, den die da durch den Hörer rotzen. Ist einfach nur Wahnsinn. Tja, machen wir mal weiter. Ja. Hallo, guten Abend. Spreche ich gerade mit Herrn Philipp? Was? Herr Flitzekacke? Spreche ich gerade mit Herrn... Ja, Flitzekacke, richtig? Ja, Herr Felix Flitzekacke ist am Apparat. Freut mich für Sie. Paula Massi ist am Apparat. Ich melde für Sie von investing.com.
wegen Ihrem Interesse, das Sie mit Online-Investitionen haben. Erinnern Sie sich? Ja. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder haben Sie nur Interesse gezeigt und Sie brauchen ein bisschen mehr Informationen, wie das funktioniert? Ja. Ja, was für ein Jahr ist das? Ja. Wie bitte? Ja. Ja, und was? Na was denn? Was wollen Sie denn hören? Was soll ich denn sagen? Okay, ich habe Ihnen zwei Optionen anbieten. Bei welchen Optionen sind Sie? Dann nehme ich die dritte. Die dritte? Ja. Wie ist die dritte Option? Na, die dritte Option wäre, du suchst dir einen neuen Job und machst was Anständiges aus deinem Leben. Okay, was möchten Sie in diesem Leben machen? Wollte ich nicht. Ja, sagen Sie mir bitte. Ja, weiß nicht, ich könnte ja was Sinnvolles machen, irgendwo putzen gehen. Okay, oder so. Herr Flitzekacke, ich weiß, Sie haben viele Anrufe von den anderen Unternehmen bekommen, deswegen sind Sie so müde von diesen Anrufen, richtig? Oh, ich hab, kann gar nicht mehr mitzählen. Also das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren es über 4000 aufgezeichnete Telefonate schon bei YouTube. Wie bitte? Ja. Was für ein YouTube? Haben Sie ein Video in YouTube gemacht? Nee, was ist denn das? Aber Sie haben mir YouTube gesagt. Da haben Sie sich verhört. Oh, so. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, den wünsche ich mir auch. Tja, also verstehen tut sie nichts, aber das Wort YouTube, das kann sie direkt raushören. Tja, weil sie irgendwie alle da letztendlich landen. Ich meine, ich glaube, fast jeder von diesen Betrügern ist letztendlich schon irgendwann mal auf YouTube veröffentlicht worden. Das haben die ja irgendwie alle gemeinsam. Ja, gibt ja auch noch genug andere Kanäle, die das Gleiche machen. Aber es ist schon Wahnsinn, dass die das schon gewohnt sind letztendlich. Aber, tja, was will man erwarten von jemandem, der aus einem Betrüger-Callcenter anruft? Das ist immer wieder das Gleiche. Die laute Musik, die komische, ja, der komische Akzent und am schlimmsten ist immer noch die quietschigen Stimmen, die man erst recht kaum versteht. Also ganz zum Anfang des Kanals hier habe ich tatsächlich kaum selbst ein Wort verstanden, was die da eigentlich durch einen Telefonhörer bröckeln. Aber es ist wohl, ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich ja wohl leider an alles. Ja. Да, здравствуйте, меня зовут Марина, я ведущий специалист компании Nutriafarm. Вы интересуетесь препаратом, верно? Для мужского здоровья. Вам меня слышно? Ага. Для себя, для кого-то из близких? Ага. Ага, это что ага? Ага. Ага. Вам меня слышно? Ага. Сколько полных лет человеку, который будет принимать препарат? Ну, раз ага, так угу. До свидания. Ja, also hier seid definitiv ihr wieder gefragt. Also es hat sich so vom Ablauf wieder exakt so angehört, wieder dieser typische Trading-Verkaufsablauf. Ich meine, dass die von so einer Trading-Quatsch anruft, ist ja klar. Aber ja, ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren übersetzen, was sie da so eins zu eins gesagt hat. Denn, tja, weiß ich nicht, es ist schon verblüffend. Ich trage mich ein und gebe da ein, dass ich aus Germany bin. Es muss man da jedes Mal anklicken. Und dann muss man auch anklicken bei der Telefonnummer, die deutsche Flagge für +49. Das ist jedes Mal, haben sie da die deutsche Flagge in ihrem Formular. Ja, und dann rufen die hier an. Ich weiß es nicht. Gehen denen jetzt mittlerweile die Mitarbeiter aus? Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Nur, ich vermute mal, es war jetzt hier wieder Russisch oder irgendwie sowas in die Richtung. Ukraine hatten wir ja auch schon mit dabei. Könnte auch ukrainisch gewesen sein. Hört sich ja ziemlich gleich an, die beiden Sprachen. Aber schon interessant, ne, dass sie es immer wieder versuchen. Keine Ahnung, ob die jetzt hier auf Russisch oder Ukrainisch anrufen, weil wir von der Ukraine so viele Leute hier haben und die es dann einfach auf der Sprache probieren. Also anders kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Ich meine, wenn ich in Deutschland bin und in Deutschland lebe, dann spreche ich doch auch eigentlich Deutsch. Also möchte ich da kein Englisch und kein Russisch und kein Ukrainisch und kein Französisch am Telefon hören, weil das ist auch schon gar nicht seriös. Tja, also worauf das jetzt hier abzielt, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht könnt ihr das mir ja in den Kommentaren so sagen, was die da so erzählt hat. Да, здравствуйте, меня зовут Марина, я ведущий специалист компании Nutriafarm. Вы заказываете препарат для мужского здоровья, верно? Willst du nicht mal irgendwas Vernünftiges labern? Русский язык, понимаете, да? Nee, Russen sind irgendwie komisch. Что, простите? Ja. Soll ich dir mal was Schönes zeigen? Soll ich dir mal ein Rechenhasen zeigen? Ja?
do you speak Russia? Oder also willst du irgendwie was Schönes, Leckeres essen? Тогда ja? Будьте здоровы. Aber wir können ja, ja auch beide was ja, Schönes ja. uns gegenseitig einreiben. Ja, 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 до свидания. Ja, ja, das finde ich auch, ist eine gute Idee. Ja, das ja, kann man dann mal machen, ja. Genau, das denke ich auch, dass man das so macht. Naja, also zumindest hat sie es ja selber noch mit Humor genommen, aber schon wieder. Also nun haben wir es ja gehört, sie spricht Russisch. War die gleiche Tante wie von gerade eben. Aber ihr könnt ja gerne trotzdem in die Kommentare schreiben, was sie da so geschrieben, gesagt hat. Könnt ihr da reinschreiben, so rum. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was die hier versuchen, in Russisch auf einer deutschen Telefonnummer zu probieren. Ich meine, dass man dann das in Russland probiert oder in allen umliegenden Ländern, wo man die Sprache versteht, das ist ja okay. Aber hier in Deutschland auf Russisch, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also nimmt das, also habt ihr da eine Idee zu, warum die das trotzdem auf Russisch probieren? Das kann doch nur daran liegen, dass denen die Mitarbeiter einfach ausgehen. Dass der Datensatz da einfach aufgekauft wurde von denen. Ich meine, das wird ja da so weitergereicht. Man trägt sich einmal ein und dann kriegt man 1000 Anrufe. Und vielleicht haben die einfach nur den Datensatz weiterverkauft, ohne zu gucken. Und rufen dann einfach trotzdem alle Nummern an. Irgendwie so muss es ja sein. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Hallo? Ja, hier ist die Kakerlakenverwaltungsstelle. Kurt? Ja. Ja. Wie geht's? Gut. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Warum hast du nicht, ich habe dich vorher, vor 10 Minuten auch angerufen, warum hast du nicht geantwortet? Ja, weil ich kacken. Also, was kacken? Also, schon ja. aufgegessen? Ne? Jetzt bin ich fertig mit kacken, ja, ist gerade abgewischt. Haben Sie schon telefonieren? Was möchten Sie denn? Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Ne, Sie können gar nicht, Sie können mich gar nicht. Nee? Ist Ihnen nicht mehr zu helfen, ne? Nein. Also Sie müssen mal ein bisschen lauter reden, Sie sind sehr leise. Ja, ich lädt so selber so. Das ist mir zu leise, lege ich jetzt auf. Tschüssi. Alles. Ja, manchmal bin ich dann gerade irgendwie schon auf dem Sprung und muss eigentlich weg. Dann lege ich auch tatsächlich selber mal auf. Normalerweise würde ich die netten Leute von den Betrüger-Callcentern ja dann in meine Warteschleife packen und da dann einfach machen lassen. Nur wenn, also in dem Fall, wenn die da selber auf stumm sind und nichts sagen. Es ist schon immer wieder irgendwie wahnsinnig. Tja, also was da so für Gespräche zustande kommen. Also der hatte ja jetzt ja auch dem Anschein nach keine Verkaufsabsicht, sondern einfach nur irgendwie seine Zeit ein bisschen totschlagen. Also es ist schon Wahnsinn. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Heute mein Name vom Service-Team der Vorsorge. Spreche ich mit dem Herrn Mario Kart? Ja, was denn für eine Vorsorge? Hallo, schön, dass ich Sie erreiche. Es geht einmal um die Auswirkungen der Gesundheits- und Zahn... Der was? Hä? Also da hat man schon mal wen anders dran. Und dann ruft die ausgerechnet für den Herrn Mario Kart mit ihrer Quietschestimme an und hat's dann wahrscheinlich irgendwie gecheckt. Ich glaube, da war auch jemand im Hintergrund, der es ihr dann gesteckt hat. Mario Kart ist ja ein komischer Name. Vielleicht wird es irgendwie so gewesen sein. Es ist aber trotzdem wahnsinnig. Was da für Quietschestimmen anrufen, das war ja jetzt hier dem Anschein nach mal irgendwie ein deutsches Callcenter, was ja wieder irgendwelche Zahnzusatzversicherungsgeschichten verkaufen wollte. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist schon immer wieder beeindruckend, was es eigentlich alles so für Betrugsmaschen gibt. Die Trading-Abzocker, die rufen ja nun wirklich zuhauf an. Alle anderen, die sind irgendwie vom Markt so ein bisschen verdrängt. Es kann wohl an den Datenschutzbestimmungen hier in Deutschland liegen und dass die Strafen darauf auch relativ empfindlich sind, wenn es denn deutsche Betrüger sind. Von daher sind die meisten Anrufe aus dem Ausland und da wird wohl dieses Trading-Geschäft am besten laufen. Ich meine, Zeitschriften sind ja mittlerweile tatsächlich ausgelutscht. Lotto, naja, ist eigentlich auch schon für jeden verbrannt. Ja, und Trading, das wird wohl so ein Thema sein, wo ja auch gerade vielleicht Jugendliche dann, ja, wässrig werden, wenn sie hören, die können damit wenig Einsatz viel Geld bekommen. Ich habe keine Ahnung, es muss wohl irgendwie so sein. Aber schon mal wieder was Erfrischendes anderes, das ist auch mal nett. Und schade, dass es nicht länger ging. Ja. Hallo? Ja. Guten Tag, ich grüße Sie, hier ist Paulina von Iron Effects. Wie geht es Ihnen? Von wo sind Sie? Iron Effects. Wir haben schon miteinander einmal gesprochen bezüglich Ihrer Registrierung bei uns. Aha. Es geht um Trading online. Ich wollte fragen, ob Sie immer noch Interesse haben an diesem Handelskonto. Weil Sie haben es bis jetzt noch nicht aktiviert oder verifiziert. Mhm. Haben Sie noch Interesse? Nicht bei Betrügern.
Warum Betrüger? Iron FX existiert seit 2010. Nö, das ist ja Quatsch. Wie bitte? Das können Sie sehen an unserer Webseite. Das kann man da so hinschreiben, ja, aber wenn man die Domain prüft... Nein, das ist ein Fakt. Sie können das ganz einfach überprüfen. Habe ich ja. Ich habe die Domain mal eingegeben, wann die gekauft wurde. Die ist ganz neu. Was meinen Sie ganz neu? Diese Firma existiert 12 Jahren. Das ich glaube, Sie haben Ihre... Oh, okay, schönen Tag noch. Tja, also mit Iron FX weiß ich nicht so richtig, was das für welche sind. Die Domain, die gibt es hier tatsächlich sogar schon seit 2008, also schon ein bisschen länger. Man muss aber dazu sagen, dass die Betrüger sehr, sehr häufig eben auch seriöse Firmen einfach nur benutzen. Also die haben nicht von Iron FX selbst angerufen. Also ich sehe es jetzt hier auch gerade, die haben eine Android- und eine iOS-App, also werden es wohl eher weniger Betrüger sein, es ist halt ein echter Broker. Aber Iron FX, die rufen euch definitiv nicht an. Denn rufen sie euch an, dann ist es kein legales Unternehmen. Zumindest arbeiten sie illegal und machen irgendwas Illegales. Von daher wird hier einfach nur wieder der Name von Iron FX benutzt worden sein, um mich dann im Anschluss des Gesprächs auf eine komische Zahlwebseite zu leiten und nicht bei Iron FX Geld einzuzahlen. Darum ging es hier in dem Gespräch nicht. Hier wäre es wieder so weitergegangen, dass ich dann, nicht auf Iron FX gehe. Ich hätte mir vielleicht mit ihr zusammen dann noch ein Konto angelegt, aber darum wäre es nicht gegangen. Man hätte dann noch gesagt, so, und jetzt schicke ich noch einen Link per E-Mail, wo wir dann die Einzahlung machen. Ja, und dann zahlt man nicht bei Iron FX ein, sondern, irgendwo. Und das Geld ist dann weg. So. Hallo, schönen guten Morgen, Sonneklar, mein Name ist Service Team der Vorsorge. Und zwar, ich würde gerne sprechen mit Gerold Steiner sprechen, bitte. Hä? Ich grüße Sie ganz herzlich. Es geht hier einmal um Ihren Gesundheitsstatus. Also, wie Sie ja wissen, zahlt Ihre gesetzliche Krankenkasse einen Teil Ihrer Zahnarztrechnungen und den Rest zahlen Sie aus eigener Tasche, richtig? Nee. Haben Sie denn eine Zahnzusatzversicherung, fehlende Zähne oder aber auch... Nö, hab ich alles nicht. Okay, gut, weil das Ganze sieht nämlich sehr gut aus bei Ihnen, denn das Ganze wurde jetzt bei Ihnen reduziert. Und das Ganze dann auch auf nur noch 18,50 € und das bleibt dann auch dabei fürs Jahr. Nach dem Jahr können Sie selber entscheiden, ob Sie dann weiterhin versichert bleiben möchten, ja oder nicht. Können Sie sogar täglich kündigen, ja? Das heißt, Sie sind komplett abgesichert und befreit von allen zahnärztlichen Kosten, ja? Herr Steiner? Mhm. Also, ich schicke Ihnen das Ganze soweit einmal zu. 2 bis 3 Werktagen später haben Sie die Unterlagen da. Diese Unterlagen dann auch bitte einmal abheften. Finden Sie das nicht ein bisschen unverschämt, so einen asozialen Job zu machen? Machen Sie mal irgendwas Anständiges in Ihrem Leben, als die Leute am Telefon irgendeine Scheiße anzudrehen, die sowieso nicht funktioniert. Okay. Außerdem rufen Sie hier illegal an, Sie haben gar keine Anruferlaubnis. Doch, Sie haben an einer Umfrage teilgenommen. Nee, das ist Quatsch, wenn man an einer Umfrage teilnimmt, ist kein Double Opt-in damit gegeben. Sie machen sich strafbar. Ich möchte sofort den Firmennamen und Ihren Namen. Wie ist Ihr Firmenname? Herr Steiner, Sie haben an einer Umfrage... Spielt keine Rolle. Ihr Firmenname? Doch, nee. Nein. Können Sie mir mal zuhören? Ich höre Ihnen nicht zu. Ich möchte von Ihnen den Firmennamen. Okay, dann tut mir leid. Sagen Sie mal, können Sie eigentlich irgendwas in Ihrem Leben oder sind Sie dazu auch zu blöd? Okay. Machen Sie was Vernünftiges. Das ist ja abartig, was Sie machen. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Um Gottes Willen, sind Sie erbärmlich. So, da hat sie sich dann nicht mehr von mir weiter beleidigen lassen wollen. Also ich find's wirklich ekelhaft, auf welcher Art und Weise die es versuchen. Aber schön, dass die sich immer wieder gemeldet haben. Ich bin nur schockiert, dass hier deutsche Firmen anrufen. Das Produkt, was ihr da verkauft, ist wahrscheinlich nicht mal böse. Also schlecht oder funktioniert vielleicht sogar. Aber eigentlich geht's hier nur darum, um Geld abzugrasen. Denn Zahnzusatzversicherungen sind nichts als Blödsinn. Ihr seid krankenversichert, da ist das alles mit dabei. Jede Zahnzusatzversicherung ist im Grunde genommen eigentlich nur zusätzliches Geld ausgeben. Alles andere ist eigentlich in den Versicherungen schon mit inkludiert. Es gibt Einzelfälle, wo das sicherlich hilfreich sein mag, aber es ist trotzdem nichts mehr als nur Geld verbrennen. Denn man muss sich immer mal vor Augen halten, wann braucht man das mal? Und wenn man dann mal beim Zahnarzt 10.000 € bezahlen muss, ist das immer noch billiger, als wenn man dann da Geld reinschiebt in so eine Firma. Über Jahre hinweg. Und selbst wenn, dann ist immer noch nicht gesagt, ob das Geld nachher auch wirklich ausgezahlt wird.
Aber schön, dass sie sich über die Datenschutzbedenken hier gleich aus dem Staub gemacht hat. Das hat mich nämlich auch so richtig wütend gemacht am Telefon. Denn ich habe hier jetzt eine deutsche Firma, die dazu wirklich mehr, also wirklich absolut verpflichtet ist, mir einen Datenschutzbeauftragten ans Telefon zu holen, mir ihren Namen zu sagen, wenn ich mich hier jetzt richtig auskotze, dass das wohl nicht sein kann. Da hat die sich einfach aus dem Staub gemacht. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Und daran seht ihr, das war ein illegaler Anruf. Die durfte hier nicht anrufen. Die weiß ganz genau, dass sie da Scheiße am Telefon verkauft und sie weiß auch ganz genau, dass sie nicht anrufen darf. Denn durch eine Umfrage ist das keine Anruferlaubnis. Durch eine ganz normale Umfrage kann man nicht durch irgendwelche Telefonwerbung danach noch zu Scheiße belästigt werden. Es ist in Deutschland faktisch verboten. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es keine Ausnahmeregelungen, da gibt es kein Vielleicht. Das ist so. Wenn ihr an irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen habt, dürfen euch danach nicht diverse Firmen anrufen und euch irgendeinen Scheiß verkaufen. Jede einzelne Firma, die bei euch anruft, braucht ein Double Opt-in, um werben zu dürfen. Ansonsten ist jeder Anruf, der sonst kommt, illegal. Ein Sammel-Double Opt-in für verschiedene Firmen gibt es nicht. Jede dieser einzelnen Firmen benötigt ein Double Opt-in, um euch Werbung am Telefon zu unterbreiten. Ja, und dann noch für so dämliche Produkte, die sowieso kein Mensch braucht. Tag. Hallo? Ja. Guten Tag, ich grüße Sie, hier ist Paulina von Iron Effects. Wie geht es Ihnen? Alles gut. Ich kontaktiere Sie bezüglich einer Registrierung für den Online-Trading. Aha. Sie haben ein Konto registriert am 3.11. Ich wollte fragen, ob Sie immer noch Interesse haben, dieses Konto zu aktivieren. Nö. Nee, okay, alles klar. Schönen Tag noch. Winke, winke. Ja, da waren wieder die von Iron FX, die nicht von Iron FX sind. Hier wird der Name nur wieder missbraucht von der Firma, die legal verkauft oder legale Trading Produkte unter den Mann bringt. Tja, die rufen aber selber nicht an. Also selbst wenn sie das jetzt hier selber gewesen wären, dann machen sie sich strafbar. Dann ist es illegal. So gehört sich's nicht. Aber ich glaube definitiv nicht, dass die von Iron FX waren. Denn der Name wird hier gerne missbraucht. Das haben wir auch mit vielen anderen Firmen schon gehabt. Das gab's auch damals bei den Zeitungsbetrügern, dass die einfach falsche Firmennamen gesagt haben. Ja, so erweckt man vielleicht Vertrauen bei Firmen, die zum Beispiel eine eigene, echte Handy-App haben. Da denkt man erstmal, das Ganze ist seriös. Nur hier wird gerne dann hinten links rum über eine E-Mail, dann mit einem Link, wo ihr dann bezahlt, über eine externe Webseite bezahlt. Und dann ist das Geld natürlich auch extern verschwunden und nicht auf IronFX. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag. Tag. Emilia ist mein Name von Express Rate. Emilia Hart? Genau. Ja. Ich habe gesehen, Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert. Ja, deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Ja. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Natürlich. Aber sind Sie nicht seriös, ne? Warum? Sind Sie nicht seriös? Ja. Oh, das ist aber schade. Ich dachte, Sie sind seriös. Oh. Emilia Hart. Ja. Ja, Frau Hart. Ja, was ist ein Problem? Hart. Ja, was ist ein Problem? Bitte sagen Sie mir. Nee. Ja. Ja. Also. Ja. Also. Wollen wir uns mit Honig gegenseitig einschmieren? Frau Hart, ich hätte noch ein bisschen Blütenhonig da. Sind Sie Psychologen krank oder was? Ja. Ja, stimmt. Ja. Okay. Aber es tut mir leid. Warum? Weil du bist Hurensohn. Ja. Ja, genau. Ja, also die Form von Anschreien oder die Betrüger fertig machen, gefällt mir eigentlich immer am besten. Ja, man lässt sich immer wieder hinreißen, die dann auch mal ein bisschen zu beleidigen da am Telefon. Dabei ist es ja gar nicht nötig. Die machen das schon von ganz alleine. Also, dass die uns dann beleidigen, also mich vielmehr, da braucht man gar nicht irgendwie ausfallend werden. Da kommt man viel weiter mit. Aber lustig war, dass ich ihren Namen hier sogar noch wusste, von der Emilia Hart. Die hat ja schon 36 Mal angerufen auf dem Kanal. Und den Quietschennamen, den kann man ja mittlerweile, oder die Stimme, oh Gottes Willen, die Emilia Hart. Tja. Ich glaube, das brennt sich total hart in den Schädel ein. Ja. Hallo. Ja. Guten Tag, spreche ich mal mit Herrn Karl.
Das ist mein Vorname. Klabauterbach. Ja, Klabauterbach ist mein Name. Bitte? Ja. Tja, aber das reicht dann schon zum Auflegen. Also hier hat sie denn irgendwie schon, weiß ich nicht, den Faden verloren, war verwirrt, total aus einer, ja, keine Ahnung. Also manchmal fragt man sich wirklich, was da für Leute sitzen, ne? Also jetzt haben wir ja es geschafft, den Namen abzugleichen und dann hat sie vor lauter Panik schon aufgelegt. Ja. Ist ja schön laut da bei euch. Tja, also wieder so ein Callcenter, was hier nur angeklingelt hat, selbst aufgelegt hat, also ich war's nicht. Und die Musik dröhnt des Todes da im Hintergrund. Ich versteh's immer nicht, was diese Telefonate eigentlich bewirken sollen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht gerade den Namen erst gelesen haben und haben dann deswegen aufgelegt. Aus dem Grund nehme ich mittlerweile auch eigentlich fast nur noch seriöse Namen, damit es nicht so auffällt und man die mal ein bisschen länger wieder am Telefon halten kann. Aber es ist schon irgendwie immer wieder witzig, was da für Krach im Hintergrund ist. Da könnte man sich doch überhaupt nicht konzentrieren. Also bei der Lautstärke überhaupt ans Telefonieren zu denken. Ich habe hier bei mir den ganzen Tag nichts an, weil sonst funktioniert das mit dem Telefonieren einfach nicht. Es würde auch stören, wenn ich permanent die Musik ausmachen muss und ich dann jemanden am Telefonhörer dann zwischendurch von denen hätte. Da hätte ich ja selber gar keinen Bock drauf. Mal davon abgesehen, dass das schon alleine von den Musiklizenzen nicht erlaubt ist in Deutschland. Ihr könnt nicht einfach auf voller Lautstärke Musik da im Hintergrund laufen haben und dann tausende von Kunden anrufen. Dafür braucht ihr eine GEMA-Lizenz. Das ist wie eine Veranstaltung zu werten. Da läuft Musik. Das muss bezahlt werden. Tja, das interessiert die halt nicht. Ja. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Guanta, ich bin Kerze. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Herr Maschmieder, mein Apparat, Herr Stinkete. Ich grüße Sie zuerst mal. Ja, aber Sie übersteuern ganz schlimm. Herr Guanta, hören Sie mich? Ganz schlecht. Ja, ich verstehe, weil vielleicht ist eine schlechte Verbindung wegen des schlechten Internet. Also, jetzt? Hören Sie mich besser jetzt? Nein, Sie übersteuern. Ein Moment, bitte schön. Ein Moment. Ja, jetzt, Herr Gunther. Nee, Sie übersteuern immer noch. Herr Gunther, also, ich werde Ihnen eine wichtige Information mitteilen. Und wenn Sie haben mich nicht verstanden... Nee, Sie übersteuern. Steuern? Sie übersteuern. Übersteuern? Über was? Welche Steuern? Sie übersteuern. Ich verstehe das Steuer, aber es ist nicht mein Schuld. Lassen Sie mich diese Information mitteilen. Herr Gunther, geht es um einige gestartete Transaktionen mit Ihrem Namen, wo Sie früher investiert haben? Das ist ekelhaft. Herr Gunther, hören Sie mich jetzt? Nee, immer noch nicht besser. Immer noch nicht besser? Mhm. Ein Moment, lieber Herr, ein Moment. Ich lege auf. Nee, das ändert ja nichts. Sie haben Ihr Mikrofon falsch eingestellt. Die Mikrofon hat eine Fehler. Einen Moment, ich werde sofort anrufen. Aber das ändert sich ja nicht, wenn Sie nochmal neu anrufen. Ja, und dann hat die nette Blitzbirne tatsächlich nochmal angerufen, nur sie hat an ihrer Technik irgendwie überhaupt nichts gemacht. Sie ist weiterhin so furchtbar zu verstehen, aber sie versucht es weiter. Ja. Herr Gunther, hören Sie mich jetzt? Nö, ist nicht besser. Mikrofon ist immer noch scheiße. Herr Gunther, ist eine Fehler wegen die Leitung, aber... Nee, das liegt ja am Mikrofon. Hören Sie mich jetzt? Das Mikrofon übersteuert. Verstehen Sie das nicht? Wenn ich spreche Ihnen gerade für Ihre verlorene Geld... Übersteuert wie Sau. Hallo? Ja? Ich spreche gerade mit Herr Gunther. Übersteuert Sie immer noch Ihr Mikrofon. Ja, hallo? Herr, hören Sie? Wie gesagt, Ihr Mikrofon übersteuert ganz furchtbar. Die Mikrofon hat nicht Problem. Die Problem hat ein bisschen die Leitung. Nee, ja? es übersteuert am Mikrofon. Das Mikrofon ist viel zu laut eingestellt. Die Mikrofon ist sehr zu laut und ich werde sehr langsam... Und das macht ja ruhig nichts, dadurch, wenn Sie langsam reden, wird es ja nicht besser. Die Qualität ist einfach furchtbar. Die Qualität ist einfach furchtbar. Ja, es liegt am Mikrofon, nicht an der Leitung. Ich denke, Sie hören mich sehr gut. Viel zu laut eingestellt. Ja, okay. Jetzt kann das besser gehen, glaube ich. Jetzt ist es ein bisschen besser.
Parasite. Jetzt ist es ein bisschen besser. So, Herr Gunther, die Grund, warum haben wir Ihnen angerufen? Herr Stinkezee, nicht Herr Gunther. Herr Stinkeni, jetzt weil Sie haben so eine so schweren Nachname. Wieder. Sie haben eine schwere Nachname, habe ich gesagt. Ja, es übersteuert noch mehr, man versteht Sie jetzt. Ja, normal. Weil ich bin damit laut jetzt. Jetzt ist viel zu laut, jetzt geht gar nichts mehr. Tja, also da war die eine Blitzbirne völlig überfordert und dann macht die nächste Blitzbirne weiter. Aber es war einfach das Mikrofon scheiße eingestellt. Das haben die nicht verstanden. Und wenn man das Mikrofon halb in den Mund steckt, dann funktioniert das auch nicht. Und wenn man es noch näher in den Mund steckt, dann funktioniert das auch nicht. Also es ist furchtbar. Die begreifen das auch nicht. Ich meine, gut, die verstehen das Wort übersteuern ja dem Anschein nach nicht. Das hat sie ja nun wirklich nicht verstanden. Die hat ja auch von irgendwelchen Steuernden auf einmal plötzlich geredet. Aber das war hier schon wirklich absolut, also weiß man nicht, was man da noch von halten soll. Die Mikrofonqualität absolut unterirdisch und sie will mir jedes Mal sagen, nein, das liegt an der Leitung, nein, das liegt an der Leitung. Und wenn ich aber sage, es liegt am Mikrofon, dann liegt es am Mikrofon. Es liegt definitiv, es lag 100% am Mikrofon, was anderes war es nicht. Es war einfach viel zu übersteuert und wenn man ja, das Mikrofon einfach falsch einstellt, dann kommt sowas dabei raus. Es könnte auch vielleicht einfach ein kaputtes Mikrofon gewesen sein, aber dann nützt es auch nichts, wenn man dann nochmal anruft. Das Mikrofon bleibt ja dann kaputt. Es ist furchtbar. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich bitte mit Herrn Ander? Ja, Kuri Ander. Hallo? Ja. Hallo? Ja, was denn? Tja, also man würde einen vielleicht besser verstehen, wenn man die Musik da nicht auf voller Dröhnung immer laufen lassen würde in den komischen Callcentern. Also ich frage mich langsam wirklich immer, ob wir da jedes Mal nur in der Diskothek ankommen. Mit seriös hat das absolut nichts mehr zu tun. Es wird immer lauter, immer schlimmer. Immer schriller, die Mikrofone immer kaputter. Keine Ahnung. Also mittlerweile haben die Betrüger wahrscheinlich auch schon kein Geld mehr, um sich noch irgendwie halbwegs anständige Technik zu kaufen. So habe ich langsam das Gefühl. Es wird immer wahnsinniger. Ja, bitteschön. Folgend? Ja. Wir werden vor kurzem mit Ihnen gesprochen. Erinnern Sie sich? Nee. Haben Sie eine E-Mail von uns bekommen? Nee. Aha. Können Sie von selbst zu uns eine E-Mail senden? Warum? Was bitte? Warum? Damit wir eine Copy-Link plus die Zahlen senden zu sichern. Aha. Können Sie bitte anschreiben eine E-Mail-Adresse? Nee. Warum nie? Na, ich habe euch doch nur verarscht. Warum nie? Na, ich habe euch verarscht. Gibt kein Herr Busfasser. Wollen Sie investieren? Nee. Okay. Kann ich am Montag zu Ihnen anrufen und dieses Wochenende können wir nachdenken? Nee, hab euch ja noch veräppelt. Was bitte? Ich hab euch verarscht. Ihr seid Betrüger. Okay. Ja. Da, danke. Bitteschön. Na, da haben wir wieder einer von der Marke sehr, sehr kompliziert gehabt. Die hat es einfach wieder nicht so richtig geschnallt am Anfang. Also, keine Ahnung, warum die da immer solche Leute hinsetzen, aber das sind die Leute vom angeblichen Finanz- und Trading-Markt, die euch irgendwelche ja, Aktien und Devisen und Trading-Produkte verkaufen wollen. Ja, nur eigentlich wollen sie ihr Geld, das Geld in eine eigene Tasche stecken. Das Problem dabei ist, es ist irgendwie so unterirdisch und schlimm, dass man schon gar nicht mehr versteht, was soll denn das eigentlich werden? Weil letztendlich ist es nur noch absolutes Affentheater. Es wird immer schlimmer, es wird immer unterirdischer. Man findet da keine Worte zu. Aber das sind die Leute vom Finanzmarkt, die von euch Geld haben möchten. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Steiner. So sieht's aus. Hier spricht Katharina Weichert, die Account-Managerin von Trading-Plattform. Sie haben sich auf unsere Börsenplattform angemeldet, ist das recht? Nee. Nee?
okay, vielleicht das ist unsere Systemfehler oder was, aber ja, trotzdem, ich möchte fragen, haben Sie Erfahrung im Bereich Investment? Bitte wiederholen Sie, haben Sie schon Erfahrung in diesen Bereichen, Trading oder Investment? Nee. Okay, brauchen Sie noch einen Verdienst extra ab 200 Euro pro Monat? Nee. Ja, wir sind ein freiwirtschaftliches Finanzunternehmen und wir bieten Ihnen eine Zusammenarbeit an und da könnten Sie noch einen Verdienst, ja, eine passive Einnahmequelle bekommen. Aha. Interessieren Sie sich über die Investment? Nee. Okay, ja, kein Problem. Fast 90% von meinen Kunden haben keine Erfahrung, das ist normalerweise. Ja. Ja, okay, aber wenn darf ich sagen, was machen Sie beruflich? Kaffeesatz lesen. Wie bitte? Wiederholen Sie? Kaffeesatz lesen. Entschuldigung, wir haben heute Probleme mit Verbindung. Sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Nee. Okay. Dann ich sehe, jetzt habe ich bemerkt, dass haben Sie auf unsere Werbung auf CryptoMethod reagiert und da Ihre Kontakt hinterlassen. Interessieren Sie sich über die Kryptowährungen? Nö. Schauen Sie, bei uns, Sie haben einen Anspruch mit unserer Finanzabteilung und da unsere Finanzanalytiker können eine persönliche Strategie erstellen. Ja. Ja, aber ich bin Account Manager, ich kann nur Ihre Handelskonto zu eröffnen. Ja. Okay, und welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Visa, Mastercard oder Online-Banking? Wie bitte? Ja. Welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Nur die Sie gesagt haben. Ja, ich habe drei Varianten gesagt. Ja. Welche haben Sie? Die drei. Drei, okay, ja. Dann ich wünsche alles Gute, schönen Tag. Ja, tschüss, betrüßt. Also ich frage mich wirklich, welchen Teil sie von Nein gleich zu Beginn nicht verstanden hat. Sie hat einfach straight weitergemacht. Hat sie überhaupt nicht interessiert. Also manchmal fragt man sich wirklich, was die da für Leute aussuchen. Aber es ist, ja, mir fällt da kaum noch was zu ein. Also man sagt schon Nein am Telefon, dass man damit nichts zu tun haben will. Und das habe ich nun wirklich in mehrfachen verschiedenen Ausführungen getan. Ich weiß nicht, ob es ihr vorklatschen oder vortanzen muss, damit sie es versteht. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Sie hat einfach weitergemacht in ihrem Programm. Ich sage Nein und sie macht einfach weiter. Absolut seltsam. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Ja, guten Abend. Hallo, ich grüße ihn. Herr Klein am Apparat hier von der Supportabteilung Crypto.de. Ne? Störe ich im Moment oder passt das kurz bei Ihnen? Nee, jetzt passt gerade nicht. Sind Sie beschäftigt oder noch auf der Arbeit? Morgen habe ich Zeit, ab 15 Uhr. Morgen um 15 Uhr. Anrufen. Ja, ich wollte Ihnen nur kurz mitteilen, ne? Wenn Sie mir eine Sekunde schenken können. Ne? Von ja, da habe ich dann aufgelegt. Also ich sage ihm morgen 15 Uhr und der lutscht mich hier weiter, obwohl er das Ganze schon aufgeschrieben hat. Einfach der absolute Oberkracher, was da für Leute sitzen. Tja, naja, so ist es halt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch da gerne mal nochmal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.